Ich war jetzt richtig schockiert, ganz ehrlich. Ich habe mich im ersten Moment erschrocken. Ich denke, das sind ja richtige Menschen, und die da drunter liegen. Ich musste zweimal hingucken, ob es jetzt wirklich Menschen sind oder Puppen. Also es ist relativ kalt. Ich schätze, dass es ungefähr 4 Grad sind. Und zum Glück regnet es nicht. Als es gestern geschneit und geregnet hat, dachte ich schon, heute wird es auch regnen. Habt ihr Spieße da drin? Mit Spießen noch an dem Karton? Ein paar von unseren Aktivisten, also jetzt in diesem Falle 4, haben sich jetzt halt jetzt nur in Unterwäsche, jetzt hier auf Styroporplatten einpacken lassen. Mit einem Etikett drauf, wie Masthähnchen. Das sieht auch genauso aus. Also jeder Passant hat das auch mitbekommen. Meine Füße sind ein bisschen kalt, ansonsten geht es. Es ist ein bisschen ein komisches Gefühl, so, sich so wenig bekleidet vor all den Leuten zu zeigen. Aber eigentlich ist es ganz lustig. Die Wärmflasche ist erstmal ziemlich heiß, das gibt Sicherheit, und momentan ist mir noch überhaupt nicht kalt. Und wir haben das gestern schon ausprobiert mit der Folie. Das wird eigentlich nicht sonderlich kalt. Das größere Problem werden eher die Gliederschmerzen, wenn wir hier eine längere Zeit drunter sind. Kann das halt schon dazu führen, dass hier gerade die Beine dann anfangen weh zu tun, aber ist ja auch kein Spaß. Ja, meine Motivation ist auf jeden Fall, dass ich das nicht in Ordnung finde, was bei uns hier in Deutschland bzw. der gesamten Welt passiert. Die Tiere werden keineswegs mehr auf dem Bauhof produziert, auch wenn das auf der Verpackung abgebildet ist. Das ist im Prinzip ein Skandal, der so relativ schnell vor sich geht und von dem die Menschen nichts mitbekommen. Größtenteils, der zwar oft in der Presse ist, aber dann trotzdem wieder vergessen wird, und dann wird eben trotzdem im Discounter das billige Fleisch eingekauft. Na gut, dann, und wann holt man auch tiefgefrorene? Ach, wir essen schon 3-4 Mal in der Woche Fleisch, ne? Doch, also wir sind schon Fleischesser. Die Verbraucher sind ja auch schuld, wenn sie den Billigkram kaufen und da auch kein bisschen bewusst sind, was den Tieren angetan wird. Ich finde schon wichtig, dass da auch Aufklärungsarbeit geleistet wird. Ich glaube, Qualität geht immer über den Preis. Und wenn man für 200 Gramm 79 Cent zahlt, dann kann man, glaube ich, oder weiß man, was einen da erwartet. Jetzt, nachdem ich das wieder gehört habe, ist bei mir der Ofen aus. Gesund! Laut Verbraucherschutzministerium kommen gut 90% des Geflügels in NRW mit Antibiotika in Kontakt. Und wenn die rauskommen, dann wickeln wir die direkt in Decken und holen ihre Klamotten, drücken den Tee in die Hand. Das heißt, die sind ganz gut versorgt bei uns. Ich habe nur mitbekommen, dass ab und zu irgendwer stehen geblieben ist, irgendwelche interessanten Kommentare abgegeben hat. Und ansonsten aber eher nicht so viel, weil ich eher mit mir selber beschäftigt. Ich habe mich versucht, auf irgendwelche Sachen zu konzentrieren, damit ich nicht so viel Schmerzen habe. Mein Gott, deine Füße. Ich habe gemerkt, dass sehr viele Leute um mich herumgelaufen sind und auch interessiert geguckt haben durchaus und wohl auch Flyer verteilt wurden, aber ansonsten habe ich nicht so viel mitgekriegt. Meine Füße sind komplett weggefroren und fangen jetzt langsam an zu kribbeln, und aber es hat Spaß gemacht. Tolle Aktion, also großartig. Super. Gegen billige Hähnchen zu demonstrieren ist auf jeden Fall gut, ja. Man braucht nicht jeden Tag Fleisch. Wir haben das Thema nochmal wirklich in die Köpfe bringen können. Wir haben ein Jahr lang diskutiert über so ein Thema hier im Kreis Unna, und das ist ein sehr schöner Auftakt, auch weiterzumachen und die Politik jetzt zu ermuntern, das, was wir versprochen haben, umzusetzen. Insofern passt das sehr gut in den Rahmen, den wir haben. Das finde ich sehr erfolgreich.